Marie-Louise Kaschnitz, ein Leben nach dem Tode. Glauben Sie, fragte man mich, an ein Leben nach dem Tode? Und ich antwortete, ja. Aber dann wusste ich keine Auskunft zu geben, wie das aussehen sollte, wie ich selber aussehen sollte, dort. Ich wusste nur eines, keine Hierarchie von Heiligen auf goldenen Stühlen sitzend, kein Niedersturz verdammter Seelen, nur Liebe, frei gewordene, niemals aufgezehrte, mich überflutend. Kein Schutzmantel, starr aus Gold mit Edelsteinen besetzt, ein spinnwebenleichtes Gewand, ein Hauch, mir um die Schultern, Liebkosung, schöne Bewegung, wie einst von tyrrhenischen Wellen, wie von Worten, die hin und her, Wortfetzen, komm du, komm. Schmerzweb mit Tränen besetzt, Berg- und Talfahrt, und deine Hand wieder in meiner. So lagen wir, lasest du vor, schlief ich ein, wachte auf. Schlief ein, wache auf, deine Stimme empfängt mich, entlässt mich und immer sofort. Mehr also, fragen die Frager, erwarten sie nicht nach dem Tode? Und ich antworte, weniger nicht, weniger nicht. Weniger.